Herzlich willkommen zur diesmal wirklich 11. Folge von Let's Play Dungeon Siege 3 von und mit dem Finn. Ja, wir haben hier oben in dem Turm eine kleine Lesestunde abgehalten und gehen jetzt direkt in die Action, wie am Ende der letzten Folge versprochen. Ich hoffe, dass untenrum nicht mehr viel zu lesen ist, weil sonst muss ich mein Versprechen vielleicht brechen. Aber sowas tut man ja nicht. Jane Cassindas Armee hat diesen Ort geplündert. Es ist alles noch so, wie sie es hinterlassen haben. Die weiß aber schon ziemlich gut über alles Bescheid, ne? Die, hier, Anjali. Das ist schon ein schlaues Mädchen. Ja, ja. So. Ui, toll. Eine weiße Donner. 35 Gold ist die wert. Ich raste aus. Auf mit euch. Ach, ich hätte ja mal meinen Skill benutzen können. Na egal. So, fette, fette Spinne. Drei Stück, vier Stück. Was seht ihr? Jetzt habe ich ganz vergessen, zwischendurch mal zu gucken, ob das hier wirklich noch Hardcore ist. Ist bestimmt noch Hardcore. Der Gundrik war schon Hardcore. Ups, was ist hier los? Und zack. Weggestupst. Völlig useless. Fand ich jetzt. Uiuiui, heilige Handschuhe der Rache. Jawollo. Jawollo. Die tollen Rache-Items. Nein, wir wollen nicht gemein und zynisch sein, wenn es um blauen Loot geht. Auch wenn lustige Rache drauf ist. So, Level Up. Wunderbar. Stehen wir total drauf, habe ich gehört. Und zwar, wir machen erstmal den magisches Geschoss fertig. So. Und so nämlich. Und hier machen wir erstmal die Beweglichkeit klar. Jawohl. Und dann Anjali. Mhm. Ja, die sollen mir auch weiter schön den Rick schenken. Ihre Willenskraft haben wir voll. Jetzt muss ich gucken, wo ich mir die anstelle. Beweglichkeit. Nö. Ja, dann soll sie einfach ein bisschen lähmen, habe ich mir überlegt. Ist ja nie verkehrt. Aha! Bling, bling! Here with the money! Ach, das sind nur Ziegel. Na gut. Auf! Nanu, sag ich. Ich denk Nanu. Jetzt ist auf. Erstmal sie zu. Hallo! Dieser Mann wurde das Opfer von Spinnen. Seine Leiche liegt dort erst seit ein paar Monaten. Erst seit ein paar Monaten. Bäh. Die Hand umklammert eine Notiz. E-Maus. Ich habe Gerüchte von einer Schatzkammer im alten Versammlungshaus der Legion gehört. Meine Quellen besagen, dass sie hinter einem großen Bücherregal im obersten Stock versteckt sind. Wenn man alle Ahnentafeln ins Regal zurückstellt, öffnet sich eine Geheimtür und der Schatz gehört dir. Aber vergiss nicht, wer dir diesen Tipp gegeben hat. Ich will meinen Teil der Beute. Dein alter Kumpel André. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, als wir oben am Regal gestanden haben und uns das durchgelesen haben, was sie sagt, beziehungsweise denkt, wenn sie das Regal bestaunt, da brauchen wir die drei Bücher, die da fehlen. Da kann dann der Kampf vorbei. Wo ist denn der Kampf? Ach da, eine Spinne. Sneaken wir uns mal ran und snipern sie weg. Huch, sind ja ein paar mehr. Egal. Bam. Sniper, Pushy, die halten ja wirklich gar nichts aus. Bin ich jetzt echt so gut equipped oder ist das nicht mehr Hardcore? Wir gucken mal schnell, das kann ja nicht sein hier. Optionen. Wo steht das? Schwierigkeit Hardcore, da steht's. Geht auch nicht höher. Hm. Also dafür, dass ich mich in den ersten Folgen wirklich, wirklich gegruselt habe, fast langsam vor den Kämpfen. Ne? Ihr seht ja, wie es läuft, wie Kinder machen, kommen wir hier durch. Klack, wupp, klack, wupp, klack, wupp. Da kommen gar keine raus. Kong Overkill. Jawoll. Wie ich die kleinen Spinnen mit meinem tollen Single-Shot-Gewehr klar mache. Irgendwie ist das gerade alles nicht so richtig gefährlich hier, die Spinnen. Aber ich sollte nicht zu viel drüber meckern, dass es nicht so schwer ist, ne? Dann kommt wieder eine schwere Stelle und dann meckere ich wieder, dass es zu schwer ist. Peng.
habe schon wieder vergessen, jetzt meine neuen Handschuhe mir anzugucken. Das muss ich jetzt gleich nachholen, nachdem ich... Oh, jetzt habe ich aber ein bisschen kassiert. Ja, das kommt halt davon, wenn man dann einfach da so stehen bleibt und gemütlich drauf fightet. Nee, tut mir leid. Also Strafe und Schutz, naja. Und für 8 Ausdauer, 6 Rüstung und 7 Angriff verlieren? Nö, da meine ich mit. Da habe ich mehr so weniger Lust drauf. Da, auf die Kiste habe ich Lust. Und auf die Spinne. Zack! Die lassen sich gar nicht zurückschubsen von dem Superschuss. Boah, guckt euch diese Krits an. Alter Verwalter. Oh, ich habe schon wieder blau gesehen. Eine Frau sieht blau. Bluse der Flinkheit. Schauen wir nochmal, was die so kann. Dafür, dass ich so viel Action versprochen habe, habe ich... Kinder, 13 Beweglichkeit. Dafür verliere ich 5 Angriff und 5 Strafe. Also wenn ich jetzt mal festlege, dass Beweglichkeit genauso viel wert ist wie Angriff, oder halb so viel, dann mache ich da auf jeden Fall Plus und Rüstung auch. Komm, ziehen wir an. Ziehen wir an. Für Anjali war auch was Grünes dabei. Ja, dafür, dass ich so viel Action in der Folge versprochen habe, verbringe ich doch verhältnismäßig viel Zeit hier im Aussuchmenü. Wir verlieren Angriff, Rüstung. Es gibt Beweglichkeit und Ausdauer. Ja, komm, zieh an, Mäuschen. Achso, die Gammelschuhe habe ich gewonnen. Oh, achso, das ist die neue. Mann, dass die einem... das alles anzeigen für, wenn man das gar nicht will. Wisst ihr, was ich meine? Ich roll mal hier ins Feuerchen. Das sollte ja inzwischen richtig gut rechnen. Wenn man Erfolg skillt. Das ist der... Oh, die kleine Spinne hat es kassiert. Das finde ich mal witzig. Anstelle, dass sie da ein Häufchen mit 54 Gold hinlegen. Nein, es muss ein Item sein, was 54 Gold gibt, das ich extra einsammeln muss. Schlau ausgedacht. Bleib hier. Aber auf Dauer, wenn ich jetzt hier so eisekalt, weil ich keine Angst mehr vor denen habe, stehen bleibe, verliere ich doch ein bisschen live, ne? So, tue ich mal hier links und stelle mich ins Feuer und bum, 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 bum. Ach, Anjali sammelt sogar das Gold für mich ein. Das ist aber lieb. Coole Sache. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Noch gar nicht gesehen. Ja, aber wenn jetzt hier, guck mal hier, für Anjali da was Grünes droppt, dann vergleiche ich da nicht gleich. Die vergleiche ich einfach mal. Wow, 213. Die vergleiche ich dann einfach direkt mit, wenn ich was Tolles für mich gefunden habe. Ich glaube, so ist mir das am schönsten und am einfachsten. Ist ja auch nur mein lustiger Gammelbegleiter hier. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich hier so komische Wege laufe, aber ich erkunde eigentlich mal ganz gerne alles. So beim ersten Durchlauf. Und dann nicht mehr. Ja. So nämlich. Hallo, Wolf. Oh. Bam. Hat sie gerade gesagt, unsere Chancen... Oh. Ja, ai. Oh, oh, oh. Da habe ich wohl ein bisschen zu viel gemeckert, dass es zu leicht ist, nicht wahr? Und schon... Was ist denn mit ihm? Wer ist denn er da hinten? Ich bin getroffen. Ja, Anjali. Ihr, wie kann ich ihr denn befehlen, mich zu retten? Gar nicht. Macht sie alleine. Beziehungsweise versucht es halt, aber geht halt nicht, wenn sie alleine ist. Und... Huiuiui. So was kommt vom Mecker. Achso, ich habe gar nicht Fokus. Ich wollte sie gerade... Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Edge-Layout. Nie verkehrt. Genau. Papa, 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 papa. Alles leuchtet rot. Oh, ich krieg die Kritik. Ach, jetzt ist schon wieder mein tolles blaues Item von eben weg, wa? Ach, Mann, ey. Ich sterbe aber auch wirklich nur, wenn ich was Tolles finde, ne? Sonst nicht. Die ganze Zeit gammel ich mir so gemütlich einen durch. Dann finde ich bei kurz vor Gunderik, finde ich was Tolles, sterb. Finde natürlich nichts Tolles wieder. Jetzt finde ich hier was Tolles. Sterb. Ja. Ganz, ganz toll. So macht es ganz viel Spaß, Kinder.
sowas macht doch das Leben erst lebenswert. Und ich sage noch immer, ich speichere immer so viel, wie ich kann. Ne? Vielleicht sollte ich einfach jedes Mal, wenn ich ein blaues Item gefunden habe, was Tolles halt, nicht einfach irgendwas Blaues, sondern was Tolles, was ich auch gerne anziehen möchte, vielleicht sollte ich dann einfach eisekalt speichern gehen. Direkt rückwärts Marsch. Na also. Es geht doch. Wow, wow, wow. Die Wölfe haben gut reingepfeffert gerade. Ich hasse so eine Gegend hier. Wenn du irgendwie rumerkunden versuchst. Und dann erkundest du halt und dann musst du da später eh nochmal hin irgendwie. Hatte ich schon ein blaues, großes Gewehr? Weiß das noch einer? Hatte ich. Brauche ich mir das Grüne erstmal nicht angucken, weil das Blaue ist noch nicht so alt. Ist ja immer, nach einer Weile kann man die tollsten blauen Sachen haben, da ist einfach der grüne Müll dann doch besser wieder von Stats her, aber so alt ist die blaue Waffe jetzt nicht. Na? Spinni. Spinnen, Schlangen und Eidechsen. Wenn ich petze, sterbe ich, bis ich tot bin. Disney's Robin Hood. Völliger Overkill. 256er Crit auf so eine Kinderspinne. Jawohl, blau. Ja, aber das ist doch so langweilig trotzdem dann, oder? Wir gucken erstmal, ob es toll ist. Also wie toll. Also wenn es so richtig wow ist, dann muss ich zurückspeichern. Aber wenn es nicht, seht da, ist nämlich Müll. Ja, Müll nicht, aber nicht so berauschend. Pew. Bam. Weggekrittet. Ich muss da glatt nochmal ins Menü und gucken. 26% Crit. Gefühlte 80 gerade. Sehr, sehr schön. So haben wir das doch gern. Ich höre die Wölfe schon wieder. Ich habe Angst. Verflucht und wow. What's up? Jetzt rolle ich da wieder hin. Der Schwarze sieht irgendwie fies aus. Jetzt hat er mich noch gestunt. Alter. Sowas ist ja gemein. Wenn du nichts aushältst und dann gestunt wirst, wie soll ich das denn schaffen? Oh, ich gehe mal Gesundheitskügelchen aufsammeln, weil nämlich die verschwinden nicht so schnell. Oh, jetzt nimmt er einen Stein, wo ich wegrollen. Das weiß ich noch. Den kenne ich noch. Den Kameraden! Oh, da habe ich jetzt nicht. Das. Na gut. Habe ich jetzt ein bisschen aufgeschnitten, mit dem ich kenne ihn noch. Das mit dem Stein war mir noch bewusst, dass der mich dann vollstürmt nicht. Aber, jetzt weiß ich's. Der Trick klappt nur einmal. Hat er was Tolles? Hat er was Tolles? Nichts hat er. Was denn bitte? Ich gebe mir den Kampf vor meinem Leben und droppe nichts. Spinni. Pfui, Spinne. So, jetzt aber eh noch was passiert. Auch wenn ich kein tolles blaues Item gefunden habe. Speicher. Und speichern. Aus welchem Spiel war das? Ich bin so verblödet, ne? Und ich kann mir, weiß auf Dauer nicht mehr, von wo welche Verblödung kam. Boah. Da kennen wir Älteste. So, auf jeden Fall haben wir schon mal einen Wolf tot. Schon mal eine positive Entwicklung der Geschehnisse. So, Lady. Ich glaube, das waren jetzt alle Wölfe, nicht? Jetzt kannst du Dacken, wer Älteste mal kriegen. Jetzt kriegst du es. In your face. Daneben. Ich kann ihn verfluchen. Und dann kann ich weiter auf ihn schießen. Und jetzt will er mich bestürmen, aber da bin ich zu elitär für, um mich bestürmen zu lassen. Und zum Abwerfen geworden auch. Und zum Treffen ebenfalls. Pow! Headshot. Ich tue mal meinen eigenen Rack mit oben drauf. Ich weiß immer noch. Wow. Giftige Schrotflinte. Schön. Ja,
Ja, keine Sorge, ich schaue mir die gleich an. Und dann vergleiche ich die auch, aber erst plündere ich hier noch die Ecke, in der Hoffnung, dass noch mehr zum Vergleichen kommt. Noch mehr toller Scheiß. So, da zoomen wir mal ran. Nicht, dass ich hier in der Ecke was versteckt, was toll ist, was ich dann nicht sehe. Nee. Hallo! Der Rüstung nach zu urteilen, sind das die Überreste eines Legionärs, der vor vielen Jahren starb. Seine Knochen wurden wahrscheinlich von einem Dackenwürger hierher geschleppt. In seiner zerfetzten Säbeltasche findet ihr ein Buch mit dem Namen Das Haus Gunderick. In den letzten Tagen des Krieges der Legion kämpfte die 10. Legion eine offene Feldschlacht gegen ihren alten Rivalen, die 3. Legion, am Rande der Aranoi-Wüste. Die 3. Legion wurde geschlagen, aber ein großes Kontingent der Männer ergab sich, angeführt von ihrem Großmeister Raimund Gunderick. Der Hauptmann der 10. Legion erwies den Überlebenden Gnade und gewährte ihnen Zuflucht im neu gegründeten Reich, Königreich Eb. Raimund Gunderick wurde ein Adelstitel verliehen, unter der Bedingung, dass er das Tal von Ruckenwall verwalten und die nördlichen Lande sichern würde. Die Gundericks erwiesen sich als eine vom Unglück verfolgte Linie und neigten zu einem finsteren und brütenden Wesen. Der aktuelle Lord Stefan soll keine Ausnahme sein. Aber dieses Anwesen dient weiterhin als Übungsplatz für alle Magier der 10. Legion. Aha, so, so. So, so. Jetzt bin ich hier vom Hause Gunderick völlig auf dem Vorlesen hängen geblieben. Wenn es euch stört, müsst ihr mir das wieder verbieten, wenn ihr zur Potte kommen wollt. Aber ja, halt ganz am Anfang, als ich mir das Vorlesen abgewöhnt habe, da kannte ich das halt alles und es war lame und jetzt ist alles wieder neu und schön. Also hier war ich halt schon mal, aber kann mich an den ganzen Story-Kram nicht mehr wirklich erinnern. Oh, Verhängnis. Neun Verhängnis. Nee. Acht Beweglichkeit ist mir gerade noch zu cool. Dazu sind mir acht Beweglichkeit zu viel Crit. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt, neun Verhängnis und wenn ich dann acht Beweglichkeit wieder dafür verliere, dann habe ich wieder nur 15% Crit. Und dann bringt mir das Verhängnis auch nichts mehr. Ja. Da ist auch schon wieder rum. Mensch, wie die Zeit mit euch vergeht. Ich verabschiede mich aus Folge 11 und wir sehen uns wieder in, lasst mich kurz nachrechnen, Folge 12. Tschüssli Müsli.